Einsatz für die Bereitschaftspolizei in Rostock. Zahlreiche Demos gegen die Corona-Schutzmaßnahmen und die sich abzeichnende Impfpflicht wurden in der Hansestadt verboten. Jetzt gilt es, die Verbote durchzusetzen. Nur wenige demonstrieren dennoch. In der Debatte um eine Impfpflicht kündigt nun CDU-Chef Merz einen Unionsvorschlag an. Jetzt sollen Voraussetzungen einer Impfpflicht beschlossen werden, die aber noch nicht in Kraft tritt. Der Bundestag habe dann jederzeit die Möglichkeit, durch einen neuen Bundestagsbeschluss sie auszulösen. Nicht heute zu schreiben, sondern alle Voraussetzungen zu schaffen, um zu sagen, also die über 50-Jährigen, die über 60-Jährigen, die über 70-Jährigen haben jetzt in dieser Lage, in der wir vielleicht im August, September, Oktober sind, eine Verpflichtung, sich impfen zu lassen. Ab Mitte März gilt bereits die einrichtungsbezogene Impfpflicht, zum Beispiel in der Pflege. Für bestehende Arbeitsverhältnisse sind noch viele Fragen offen, nicht aber für Neueinstellungen. Für die Neueinstellung gilt natürlich das, dass als Ungeimpfte sozusagen nicht an dieser Stelle arbeiten können. Deswegen ist es für Neueinstellungen ziemlich deutlich. Es ist ja für diejenigen, die sozusagen schon einen Arbeitsvertrag haben. Und dann muss da ja geklärt werden, können sie da verbleiben oder müssen andere Regeln herankommen. Unabhängig davon gehen die Expertenmeinungen über die aktuelle Omikron-Variante auseinander. Die einen mahnen zur Vorsicht, andere glauben, wegen des milden Krankheitsverlaufs sollten sich möglichst viele mit einer Omikron-Infektion immunisieren. Wenn wir aber jetzt gerade es mit Omikron zu tun haben, was ja vorherrschend ist, dann liegt darin vor allem diese Chance, dass wir tatsächlich viele Infektionen haben bei ganz geringer Krankheitslast. Und das verbreitert natürlich unsere Immunantwort. Und eine breite Immunantwort des Körpers sei wichtig, sollten auf Omikron wieder Corona-Varianten folgen, die im Krankheitsverlauf deutlich gefährlicher sind.